Vorbereitungen für das Mittagessen im Diakoniepunkt Konkordien in Mannheim. Wie an jedem Wochentag zaubert Köchin Manuela Wegener ein Menü aus den Spenden der umliegenden Supermärkte. Wenn ich dann komme, gucke ich nach, was da ist. Beziehungsweise ich gehe erst in mein Lager hinten rein, gucke, was ich da drin habe. Und dann gucke ich, was vorne ist, an Gemüse, Kartoffeln und so weiter. Und dann geht's mit dem Denken los. Was können wir woraus machen? Stammgast Franz Josef Schramm bekommt von Köchin Manu ausnahmsweise ein belegtes Brötchen to go, nachdem er hinten im Sozialkaufhaus eine Kleiderspende abgegeben hat. Sonst ist klar, geöffnet wird erst um Punkt 11 in einer Stunde. Es sind wirklich bloß Ausnahmen, die mal aus der Reihe tanzen, aber sonst im Großen und Ganzen ist alles gut hier. Wir erziehen uns unsere Leute. Ne? Klare Regeln sind wichtig, vor allem wenn es voll wird. Wochentags von 11 bis 15 Uhr gehen bis zu 50 Mittagessen über die Theke. Für je 2 Euro, damit es sich jeder leisten kann. Und es kann auch tatsächlich jeder kommen. Der Bistro-Teil des Diakoniepunkts ist öffentlich. Die Gäste sind vielfältig, genauso wie die Gründe, aus denen sie hierher kommen. Man ist unter Leute, man geht von zu Hause vor, zu Hause bin ich alleine, da schmeckt es nicht so, das Essen, ne? Dann geht man halt hierher, ne? Und man lernt nicht die Leute kennen, ne? Ich finde es schön hier. Allein kocht man ungern manchmal, obwohl ich früher für die ganze Familie immer gekocht habe. Aber das kann man dann auch genießen, dass man dann auch mal Essen so bekommt und auch günstig. Also für uns war von Anfang an in dem Café ganz wichtig, dass sich Menschen auf gleicher Ebene begegnen. Dass da nicht der eine ist, der Hartz IV bezieht und alle hier so untereinander bleiben. Wer hier reinkommt und alleine isst, geht mit Sicherheit nicht mehr alleine raus. Hinten im Sozialkaufhaus gibt es für Menschen mit geringem Einkommen vor allem Secondhand-Kleidung, aber auch Haushaltswaren und Lebensmittel zu kleinen Preisen. An der Kasse steht heute Günther Brockhoff. Bis zur Rente vor anderthalb Jahren war er hier Chef. Jetzt hilft er zweimal in der Woche als Ehrenamtlicher, damit die Verbindung zur Umwelt erhalten bleibt, wie er sagt. Dass die Gäste hier keine Bittsteller sind, sondern Kunden, ist für ihn selbstverständlich. Es sind keine Almosen, was die Leute hier kriegen, sondern das ist selbst erworben, selbst verdient und dann auch selbst gekauft. Und das gibt eine ganz andere Wertschätzung dazu. Das ist dann oft auch so, wenn die hier irgendwelche Sachen gekauft haben, die kommen dann auch den nächsten Tag rein und sagen, findest du meine Bluse, habe ich mir gestern hier gekauft, ist toll, oder? Und ich finde es eine tolle Sache, ich finde es richtig klasse, weil die Leute auch stolz darauf sind. Stolz ist Petra Kaspar auch auf ihr Team, das vor allem von rund 40 Ehrenamtlichen getragen wird. Wen man auch fragt, es fällt hier immer wieder das Schlagwort Familie. Und diese Atmosphäre ist spürbar. Für Leiterin Petra Kaspar ist das größte Geschenk, dass sie in ihrem Job besonders dann Profi ist, wenn sie Mensch bleibt. Ich kann hier mich auch mal hinstellen und 10 Minuten jemandem zuhören. Ja? Ich darf hier jemanden in den Arm nehmen, wenn er weint. Ich darf lachen mit den Menschen. Also ich nehme ganz viel hier mit. Nach einem Mittag im Diakoniepunkt Konkordien ist klar, es gibt hier nicht die einen, die arbeiten und die anderen, die davon profitieren, sondern jeder bringt etwas ein und nimmt etwas mit.